Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um das riesengroße Thema der Religionen. Ich möchte heute mal Klarheit in dieses Thema bringen, möchte meine Sicht der Dinge darstellen und möchte vor allem auch euch mal ein Beispiel bringen bezüglich dem Thema der Religionen und einem anderen Thema, wo ich einen sehr, sehr großen Zusammenhang sehe. Ich wollte schon vor über 2 Jahren ein Video zu diesem Thema der Religionen machen, zum Glauben machen, auch zum Glauben, der sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Ich dachte mir damals aber, nein, lass das sein, das bringt dir nur Probleme und vor allem lebe ich nach dem Prinzip Leben und Leben lassen. Demnach soll doch jeder glauben und machen, was er will. Aber da ist eben genau das große Aber bei mir, solange er niemand anderen damit reinzieht. Ich kenne diese Art und Weise zu argumentieren von all diesen fanatischen Menschen, die einen bestimmten Glauben haben, bereits aus einem ganz, ganz anderen Sektor. Und zwar ist es so, dass es sehr, sehr viele gibt, die ja zugegebenermaßen dem Veganismus verfallen sind und aus dieser ganzen Geschichte einen Glauben, eine Religion gemacht haben. Und da gibt es eben auch sehr viele, die das als missionarische Eigenschaft mittlerweile in sich selbst aufgenommen haben und demnach überall dort mit dem Finger rumlaufen müssen, wo jemand Fleisch isst, wo jemand Eier isst oder eben auch Milcherzeugnisse. Wie ihr ja wisst, bin ich selbst vegan, war aber noch nie jemand, der auf missionarischem Weg unterwegs war, weil mich das persönlich einfach gar nicht interessiert hat. Wenn mich jemand gefragt hat, dann habe ich dazu entsprechend meine Meinung kundgegeben, habe vielleicht die eine oder andere Sache erklärt, habe aber nicht gesagt, du musst, du musst, du musst und wenn du das nicht tust, dann wird dieses und jenes passieren. Das heißt, diese missionarische Haltung, die man jetzt im Bereich der Ernährung, im Bereich des Veganismus findet, sehe ich aktuell bei mir auf dem Kanal sehr, sehr stark im Bereich von fanatischem Glauben. Da gibt es Kommentare noch und nöcher. Du musst nur darauf hören und dein Leben ist gerettet. Du musst diesen Weg gehen, weil das ist der einzig wahre und richtige Weg. Und es gibt nur diesen Gott. Und wenn du diesem Gott nicht glaubst und wenn du diesen Gott nicht anbetest, dann bist du verloren. Und das sind diese missionarischen Wege, wo ich selbst dann sage, das hat nicht mehr viel mit Leben und Leben lassen zu tun, wenn man hier in der Öffentlichkeit durch Kommentare und teilweise natürlich auch durch Beleidigungen gegenüber mir entsprechend Meinungsmache betreibt, Propaganda betreibt. Und da wären wir eben auch schon beim ersten Punkt bezogen auf die Religionen. Die Religionen an sich sind reine Propaganda. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie der Mensch normalerweise zu einer Religion kommt, dann ist es fast immer so, dass er sehr, sehr gläubig wird in dem Moment in seinem Leben, in dem es ihm nicht wirklich gut geht. Und das ist eben genau so auch gedacht. Ich kenne niemanden, dem es wunderbar in seinem Leben geht, der finanziell, familiär und sozial gesehen keinerlei Probleme hat und von jetzt auf gleich sagt, der einzige Weg, den ich habe, ist mit Gott zu gehen. Das gibt's so nicht. Warum? Weil man natürlich hier entsprechend die entsprechende Lage des Menschen in seinem Umfeld mit der Religion sehr, sehr gut ausnutzen und damit auffangen kann. Das heißt, erstmal geht man an einen Menschen heran, der Probleme hat und dieser Mensch kommt dann entweder durch Freunde, Bekannte, durch die Familie, weil das vielleicht auch früher schon eine gewisse Tradition war, weil das ein Familienglaube war, tritt dann ran an eine bestimmte Religion. Es ist vollkommen egal, was das für eine Religion ist und hat dann so gesehen den Zugang dazu, betet zu dieser Gottheit, hat Wünsche, hat Träume. Und wenn sich einmal etwas erfüllt, was genau in diese Richtung geht, was oft auch gerne in einer gewissen Interpretation endet, dann ist genau der Anfang vom Ende beschlossen.
Warum sage ich das so konkret und so krass? Ganz einfach, weil die eigene Seele damit gefangen genommen wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch weiter erklären möchte. Jemand, der sagt, du musst das und das und das glauben, weil das ist der richtige Weg und nur das ist der richtige Gott und alle anderen sind falsche Propheten und alle anderen haben gar nicht die Berechtigung, so gesehen, sich als Gottheit zu schimpfen und haben auch nicht die Erlösung als Ziel. Das sind Menschen, die ihr Denken komplett abgelegt haben. Die haben keinerlei logischen Verstand mehr als assoziatives Denken, weil sie gar nicht verstehen, was sie da vor sich hinreden. Denn wenn man selber der Meinung ist, dass man den richtigen Weg geht, dann ist ja alles schön und gut. Wie gesagt, solange man damit niemand anderem schadet oder man entsprechend auch so sein Umfeld beeinflusst, dass das Umfeld ja sich auch abwenden kann von einem selber, weil dann schadet man nicht jemand anderem, sondern sich selber und auch das sehe ich dann als sehr, sehr problematisch. Man sagt also, ich habe die richtige Religion, ich habe den richtigen Gott, weil es gibt nur den richtigen Gott. Jetzt muss ich mich doch wirklich ernsthaft fragen, wie sieht es denn dann bei den allen anderen Menschen aus, die das auch für ihre Religion machen? Jeder möchte diese rechthaberische Religion so gesehen besitzen. Jeder weiß oder glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist und maßt sich damit an, sich im Prinzip als absoluten Wahrsager darzustellen. Weil nichts anderes ist es ja, wenn ich sage, nur das ist der richtige Weg. Das hat einfach aus meiner Sicht schon mal gar nichts mit dem Grundglauben zu tun, mit der Grundreligion. Und das ist genau der Punkt. Es gibt Menschen, die sich, sage ich mal, damit einfinden, die verschiedenste Devisen, verschiedenste Lebensrichtungen damit auch bekommen und dann tatsächlich auch gewissermaßen ein Leben einschlagen, in dem es so deutlich besser läuft, wie ohne diesen Glauben, ohne diese Religion. Das sind aber aus meiner Sicht nur sehr, sehr wenige Menschen, weil diejenigen, die sich davon komplett beherrschen lassen und somit ihre eigene Seele aufgeben, sind definitiv die meisten. Und das ist genau das Ziel, weil auch die Religion einfach nur eine Kontrollinstanz ist. Ich lese immer wieder, gerade jetzt im christlichen Glauben, davon, dass er sich so frei fühlt, dass er jetzt auf jeden Fall so super tolle Entscheidungen treffen kann und genau auf dem richtigen Weg ist. Also frei sein bedeutet für mich, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, mich mit mir und meinem Selbst auseinanderzusetzen und nicht das umzusetzen, was mir irgendjemand aus irgendeiner Religion immer wieder eintrichtert. Sei es jetzt die Stellvertreter dieser Religion, die das natürlich wunderbar machen und nichts anderes machen, wie die Medien und wie die Politiker. Weil auch diese ganz genau wissen, dass sie in einer Kontrollinstitution tätig sind. Ich verliere meinen freien Willen, ich verliere meinen freien Geist damit, dass ich genau das mache, was jemand von mir verlangt. Und das ist in jeder Religion so. Jede Religion hat einen bestimmten definierten Weg. Es gibt Dinge, die du machen darfst und sollst und es gibt Dinge, die unter Strafe stehen. Aber wer macht sich denn mal Gedanken darüber, dass solche Eingrenzungen, dass solche Kontrollmechanismen eigentlich gar nicht notwendig sind für den Menschen? Das ist ja genau die gleiche Geschichte mit dem Staat. Es gibt immer noch Menschen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass die Menschheit kaputt gehen würde, wenn sie ohne Staat leben würde. Nein, das wäre das beste Mittel der Wahl, weil dann die Menschen sich selbst entfalten könnten und selbst so gesehen ihre Regulierungen gewissermaßen machen könnten. Es braucht immer gewissermaßen Regulierungen, aber das, was da abläuft, das hat nur noch etwas mit Kontrolle zu tun. Und das ist genau das Gleiche bei der Religion. Da soll jemand kontrolliert ins System
eingegliedert werden. Und die Menschen, die so hilflos sind und Wünsche haben, Träume haben, die lassen das natürlich mit sich machen. Warum? Weil sie dann endlich mal jemanden haben, mit dem sie so gesehen die Verantwortung teilen können, wo sie auch wieder die Verantwortung abgeben können und wo sie sich sicher und geborgen fühlen, obwohl dieser Sicherheits- und Geborgenheitsgedanke eigentlich in sich selber zu finden ist. Deswegen werden dann auch andere Religionen immer wieder verurteilt, weil scheinbar Tore geöffnet werden, weil Mächte so gesehen Macht bekommen über verschiedensten Glauben. Das ist alles schön und gut, da ist auch ein wahrer Kern dran. Aber alle Religionen machen genau das Gleiche. Sie vermitteln genau das Gleiche, bloß eben mit unterschiedlichen Richtungen, mit unterschiedlichen Symboliken und mit unterschiedlichen Fragmenten, die eben so gesehen eine Geschichte zu der jeweiligen Religion überhaupt aufgebaut haben. Das heißt, wenn du jemanden beschuldigst, nicht in der richtigen Religion zu sein, nicht den richtigen Glauben zu haben, dann machst du genau das, was das satanische Prinzip ist. Du kehrst das um, was so gesehen Fakt und Realität ist. Denn eigentlich solltest du wissen, dass es nicht das richtige oder der richtige Weg geben kann. Und zudem, du glaubst an ein Wesen, du glaubst an eine Macht, die dich leiten soll. Wie wäre es denn, an deine eigene Macht zu glauben? Weil diese Macht, und das kann ich dir aus bestem Wissen und Gewissen sagen, ist die viel größere Macht und vor allem eine Macht, mit der du selbst etwas anfangen kannst und vor allem mit der du selbst auch dich identifizieren kannst, weil du eben dich nicht abhängig machst von etwas anderem, von etwas, was dir so gesehen eingetrichtert wurde, du indoktriniert wurdest. Das ist einfach der beste Weg, sich selbst zu finden. Und deswegen macht Meditation zum Beispiel auch unglaublich viel Sinn genau auf diesem Weg. Jemand, der meditiert oder der betet zu einer bestimmten Wesenheit, der hat eigentlich damit nur Negatives gewonnen, weil er damit eben Resonanz anzieht, die immer negativ ist. Das liegt an dem Grundkonstrukt der Religionen. Das heißt, du musst immer, wenn du meditierst oder wenn du betest, zu dir selbst beten, für dich selber beten und vor allem in der Meditation dein eigenes Selbst finden. Nur das bringt dich in den Bereich der Spiritualität rein. Das ist genauso, dass Menschen Spiritualität mit Religion und mit Esoterik verwechseln. Es gibt den Weg der Spiritualität, aber diesen Weg musst du bei dir selber suchen und nicht bei irgendjemand anderem oder bei irgendeiner Wesenheit. Und das ist das, was ich mal zu dieser Thematik sagen wollte und wie gesagt auch die Metapher aufstellen wollte zum Staat. Weil die Religionen, die machen nichts anderes wie der Staat. Bloß machen sie es eben noch deutlich verschleierter. Und sie haben eben dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Spiel, was der Staat auch hat, was aber den wenigsten eben auffällt. Vielleicht habe ich mit dem ein oder anderen Argument und mit der ein oder anderen Sichtweise jemanden erreichen können, der sich vielleicht gerade in diesem Scheideweg befindet, dass er nicht weiß, soll ich vielleicht zu einem Glauben konvertieren, soll ich in eine Religion reingehen oder nicht? Vielleicht hat dir das damit geholfen und für all diejenigen, die da schon wirklich fanatisch drin sind, lasst mir doch mal einen objektiven, rationalen Kommentar da, was ihr denn zu der Argumentation zu sagen habt. Ich würde mich sehr freuen, da eine ganz normale Diskussion in der Kommentarsektion unter dem Video zu haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich vor allem zum Nachdenken über genau dieses Thema gebracht hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und solltest du Freunde und Bekannte haben, die eventuell sehr, sehr stark in einem Bereich drin sind oder genau das Gegenteil sind und tatsächlich nur an sich glauben, teile diesen Personen doch bitte dieses Video von mir, damit sie einfach mal einen ganz anderen Standpunkt, einen ganz anderen Blickwinkel von dieser Thematik auch mitbekommen. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Außer diesen Dezember und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.